Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Doom and Destiny. In der letzten Folge haben wir endlich mal St. Moriarts erreicht und damit wohl auch den Gipfel des Todesbergs. Wirklich jetzt? Okay, speichern wir mal an dieser Stelle. Auch wenn wir hier ein paar Meter vor dem Schild auch gespeichert hatten. Aber das ist mir nicht ganz normal hier. Also auf jeden Fall, in der letzten Folge haben wir diese Stadt erreicht. Wir haben ein bisschen Müll aussortiert, offscreen zumindest. Und haben ein paar bessere neue Sachen uns besorgt, damit wir gut ausgestattet sind. Denn, oh je. Hey Judas, du bist zurück. Und du hast ein paar Freunde mitgebracht. Das sind keine Freunde. Santa? Das ist nicht Santa, schau. Er ist rot, angezogen, äußerst ruhig, verstohlen, schnell. Passt auf, er ist ein Ninja. Oh, Kacke. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, ho, ho. Halt, stehen bleiben. Oh, weia. Das gefällt mir nicht. Ich weiß gar nicht, wie krass die drauf sein werden. Deshalb würde ich uns schon gerne lieber dauerhaft mit Mike erstmal nur heilen. Okay, 2034. Weit ist es nicht mehr bis dahin. Also dem werde ich auf jeden Fall das Mana klauen. Der kann ja heilen. Auf den werde ich erstmal einprügeln. Alter, aber Santa macht auch richtig Schaden. Fuck, Alter. Oh, der ist fast tot. Oh, der ist weg. Ein Glück. Wir sind schon mal ein los. Alter, Feiler. Okay, dann kloppen wir erstmal auf den weiter ein. Scheiße, wir brauchen Mana. Und den entziehen wir sein Mana. Oha. Santa muss auch Mana verlieren. Scheiße, ich habe kein Mana mehr. Einfach erstmal weiter auf den kloppen. Mike kümmert sich um alles. Oh, Scheiße. Mike, tu doch was. Komm, magischen Supertrank, ganz ehrlich. Das sehe ich nicht ein. Oh, okay. Klau Santa erstmal sein Mana. Weg damit. Alter, der teilt trotzdem noch auf. Und weiter auf ihn draufhauen. Der hat nämlich noch alles. Scheiße, kein Mana. Weiter drauf kloppen. Komm, Mike, tu was. Wir brauchen Mana. Ganz viel Mana. Oh, Scheiße. Okay, ich bin da mal ganz schnell weg hier. Los, drauf da. Komm, nimm Santa ganz ehrlich noch seinen Rest Mana weg. Dann kann er nur noch normal angreifen. Den machen wir jetzt sowieso kaputt. Oder auch nicht. Okay, heil mal bitte alle. Oh, weia. Scheiße. Jetzt habe ich eigentlich immer nur zu wenig Mana in jedem Kampf, ey. Können wir noch irgendjemand Mana klauen? Ihn. Das tun wir auch am besten, obwohl der ist eigentlich beim nächsten Schlag schon down, ganz ehrlich. Zack, weg ist er. Okay, ihr greift jetzt mal Santa an. Ui, der war gut. Wir brauchen Mana. Wir bräuchten irgendwie mal einen Zaubertrank mit dem Zauberspruch, mit dem wir Leute wieder Mana geben können. Na los, lauf da. Nigel, du brauchst ja nicht mehr. Also greifst du schon mal den da an. Oh Mann. Ah, oh Mann, das Mana wird immer weniger. Alter Feiler. Vor allem, wir haben nichts anderes außer dieses locker Cola hier. So ein Scheiß, ey. Oh Mann.
Okay, wir kriegen das schon hin. Noch ist nichts entschieden. Aber wir schlagen uns eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Alter Feier. Weg mit dir. Oh Mann. Oh, der ist auch fast down. Wir haben's. Oh mein Gott. Wir haben's geschafft. Nein. Immer zwei auf das, was er am meisten spezialisiert ist, und dann eins auf das, was wir am wenigsten haben. Ein roter Hebel? Ich ahne Böses. Aber jetzt haben wir erstmal Werbung. Aber es ist noch nicht vorbei. Santa verpisst sich, beziehungsweise der Ninja. Scheiße, ihr habt den roten Ninja besiegt. Los, lasst uns ihm folgen. Na, dann mal schnell hinter Judas her. Judas, warum hast du uns hintergangen? Sind wir nicht Freunde? Nein, sind wir nicht. Was hast du da in deiner Hand? Nichts, nur meinen Schatz. Sieht aus wie Münzen. Hast du uns für 30 Silbermünzen verkauft? Was? Nein. 120, ihr seid 4. Oh, Backe. Ach, komm schon. Warum, Judas? Warum hast du das getan? Warum? Fragt ihr mich, warum? Ja. Ich frage, warum. Wegen euch. Ihr behauptet, Helden zu sein. Seid es aber nicht. Ihr stinkt. Meine Lebensgeschichte. Zumindest mein Leben in den letzten paar Tagen. Ihr behauptet, Helden zu sein, nur weil ich euch ein König eine Aufgabe zugeteilt hat, aber ihr seid nicht im Vergleich mit ihm. Wer ist ihm? Der Typ, an den du uns verkauft hast? Er ist stark, weise, mächtig und charmant. Er ist ein wahrer Anführer und er wird diese Welt beherrschen. Wer ist dieser mysteriöse, gut aussehende Typ? Dein Liebhaber? Nein, ist er nicht. Er ist der Meister der scharlachroten Flamme. Der Hüter der Ultrawelt. Er ist der Herr über Licht und Schatten. Er ist das Alpha und das Omega. Jesus? Nein, er ist nicht Jesus. Harry Potter. Wer? David Hasselhoff? What the fuck, Leute? Ach du Scheiße, nein, er ist der Namenlose. Er ist Schatten-Eidos. Okay. Was für ein nutzloser Führer. Okay, sollen wir los? Armer Judas. Er war so hässlich. Wie konnte das passieren? Sag mir nicht, dass du das nicht kommen gesehen hast. Lasst uns los. Alles klar, Judas. Ich würde nur sagen, verdient. Das geschieht dir recht. Oh Mann. Und wir haben uns nicht geheilt. Das geschieht mir nicht. Und Mana haben wir uns auch nicht zurückgegeben. Wie kann ich gerade nur einfach so blindlings hier reinrennen? Naja, noch läuft es ja zum Glück. Außer mein Mana. Das läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Ach Mann, Mana. Okay. Das hätten wir dann auch schon mal. Oh, ui. Was kriegen wir denn hier alles auf einmal? Wir haben eine Wolfskette irgendwie bekommen, ja, genau das.
Und diesen Helm. Bringt hier nix. Bringt da auch nix. Na. Ganz ehrlich. Pfeifen wir mal auf diese 5 Magiepunkte und geben ihn einfach mal 40 Lebenspunkte. Das hört sich doch nach einem guten Deal an. Das Wolfsamulett. Alter, verliert Johnny dadurch dann an Leben. Na, dadurch geht aber Francis Geist ganz schön down. Stärke kriegt Nigel dann aber für 5 Resistenz. Auch kein guter Deal. Nee. Das ist überhaupt kein guter Deal. Gut, wir haben zwar immer noch wenig Mana, aber wir müssen weiterziehen. Mann, ich hätte mir mal echt mal mehr Zeug kaufen sollen, das einen Mana wieder viel besser auffüllt. Ich glaube, ich muss offscreen dann nochmal zurückrennen in die Stadt und uns noch mehr Zeug besorgen. Währenddessen können wir mal hier während des Parts schon mal ein bisschen weiterlaufen und nebensätzlich auch noch hier ein bisschen Gold farmen. Oh, Johnny hat ein Level Up, geil. Gut, 1097 Gold, das klingt eigentlich schon ziemlich gut. So, aber nun brauchen wir dringend mal mehr Leben, bei Francis auf jeden Fall. Und einen Orangensaft kriegt auch mal jeder. Zumindest bei dem, wo es gerade wirklich notwendig war. Okay, weiter geht's. Richtung dieser Höhle. Oder auch nicht. Erstmal wird weiter gerauft. Was stand da gerade, als er die Bombe geschmissen hat? So, hier kommt die wirklich jetzt. Hier kommt die Piep-Bombe. Ja, geil. Toll, musste ich mich jetzt selbst zensieren. Super. Ach komm. Ihr seid doch gar nichts. Zumindest wenn wir Mana haben, seid ihr nichts gegen uns. Hier kommt schon wieder die Bombe. Einfach nur Bombe, okay? Wir ignorieren einfach jetzt das, was da noch dazu stand. Okay? Gelöscht. Weg. Raus damit aus eurem Kopf. Und aus meinen bitte. Okay. Wir halten die Höhle fast erreicht, mein Gott. Wir waren so kurz davor und dann auch noch das jetzt. Ach komm, hier. Francis, damit wir nicht die Bombe zünden müssen. Goldener Donner. Pam. Wow. Zack. Und du bist jetzt auch weg. Oder auch nicht. Aber jetzt. Gut, wir können ja schon mal ein bisschen in die Höhle reinluschern, ne? Oh. Die Stimmung wird gleich ein bisschen mystischer. Schick. Oh, da ist Geld. Okay. Und gleich sofort wieder Ärger. Und zwar schon wieder diese Steine, ich glaub's ja nicht. Aber zum Glück haben wir die Bombe. Und diese Herausforderung von Johnny. Das ist gut, das... Na, vorsichtig. Blitz bringt nichts dagegen. Aber das haut rein, jawoll.
und Mana ist alle. Ach, Mana ist alle. Zack. Na komm. So. Und Nightwing kriegt auch mal wieder ein Level up. Perfekt. Gut, an dieser Stelle würde ich mal sagen, beenden wir mal den Part für heute. Bewertet den Part, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keins dieser Videos weiterhin zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich werde jetzt nochmal offscreen nochmal zurück zu diesem Dorf laufen und uns ein bisschen Zeug kaufen, das unser Mana verbessert. Also, falls ihr ein paar Veränderungen mal wieder sehen würdet, nicht wundern, ich werde jetzt einfach mal dahin laufen und werde dadurch ja bestimmt ein paar weitere Levels bestimmt kriegen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.